Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feuerwehr 2014, die Simulation. Wir spielen jetzt weiter und mal gucken, was uns alles passiert. Tag 4, wir sind Einteilung Florian 6. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Lalala. Oh, eine Story-Mission. Die haben wir An übrigens. Einsatzkräfte Florian 1, Florian 2, Florian 4, Florian 5 und Florian 6. Auf der Zufahrtsstraße in Wunsdorf, aus Richtung Autobahn, ist durch den Sturm ein Baum auf einen PKW gestürzt. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 6 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ja, die Story-Mission haben wir schon letzte Woche gesehen. Also nicht letzte Woche, das letzte Mal. Ja, mal sehen, was auf uns zukommt. Ich hoffe, wir kriegen keine FPS-Einbrüche. Ah, schöne Gewitter. Ja, die Story-Mission kam in der letzten Folge. Wer es nochmal sehen will, kann sich das anschauen, was passiert ist. Echt? Nee, wir sind noch nicht da. Ich kann das schon sagen, das geht da ja auch nicht. Achso, war ja an der anderen Seite. Ja. Ich zunächst schnell ziemlich das Feuer damit eingeknüpft. Sag mal. Okay. Ah, hier brennt es. Befreie nun die eingeschlossene Fahrerin aus dem eingedrückten Fahrzeug mit Hilfe der Rettungsschere und übergebe sie dann den Rettungskräften. Okay. Das werden wir ja wohl hinkriegen, oder? So, Rettungsschere. Rettungsschere, Rettungsschere. Ey, ja. Lala. Boss ist mal da schon, Kollege. Weitere Schäden zu vermeiden, muss die Autobatterie mit dem passenden Werkzeug aus. Okay. Also. Jetzt werden wir doch mal hinkriegen, oder?
da muss sie hinspritzen. Weißt schon, dass das Feuer gelöscht ist, oder? Nie bei einem Gesangsverein. Du hast alle deine Aufgaben gewissenhaft erledigt und größere Schaden verhindert. Der Einsatz kann hiermit abgemeldet werden. Sehr schön. Nun beginnt unsere Schicht. So, mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichteinteilung. Ich teile dir heute das Wechselladerfahrzeug Florian 8 zu. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Ja, also warum ich ihm oh Gott gesagt habe, daran, ich habe bei Harald Frenke schon einige Let's Plays gesehen und bei dieser Karre hier kam das manchmal zum Scheitern. Und hoffentlich werden wir es meistern. Ist eigentlich ganz okay, die Karre, oder? Oder? Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich muss nur kurz meine Baus einstellen. Das ist viel besser. Ach, wir gehen jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Pass doch auf! Halt die Klappe! Pass doch auf, wo du hinläufst! Pass auf, wo du hinläufst! Platz da! Morgen! 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 Läuft eh nichts im Fernsehen, kommt eh nur Scheiße! Pass doch auf, wo du hinläufst! Pass auf, wo du hinläufst! Oh Mensch, halt die Klappe, Mädel! Moin! Moin! Junge, ey! Mal einen Schluck Kaffee trinken hier, am frühen Morgen hier! Sag mal, warum? Warum machst du das? Mit irgendwelchen Problemen. Und ich will nicht wissen, welche. So, hallo. Platz. Hallo. Geht's denn hier hoch? Ah, hier ist die Zentrale. Na, fleißig am Arbeiten? Sehr schön. Morgen. Entschuldigt. Ohne ist nichts weiter. Wie geht's? Ach, wir trainieren mal ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, noch ein, kommt 10 und ja, geht doch, sind wir topfit. Einsatzbefehl für Florian 8. Entschuldige. Auf Winterbomb kam eine Alarmierung rein. Hier ist Öl ausgelaufen. Begib dich bitte umgehend dorthin und nimm das Öl mit dem Bindemittel auf. Kommt heil zurück. Ja. Bring wenigstens die Fahrzeuge heil zurück. Florian 8 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Diese schöne Feuerleiter, also dieses schöne Rohrstange mit dem Aufzug, öffnet sich allerdings nur, was ich weiß, wenn ein Notruf reinkommt, ja? Okay. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber schau doch mal auf den Kanal von Hubikan vorbei. Ach, der. Ich dachte, du bist gerade in Los Angeles. Was machst du denn hier? Naja. Ich habe nicht viel. Ich habe nicht so viel Luft. Tja, ich nicht. Ich habe schon getrunken. Oh, wie ist die Reifung im Arsch? Scheiße. Hier hätten sie aber die Stimme von Harald Frenke mit einbauen sollen. Das wäre schon toller. Aber Hubi Fan ist auch ein ganz toller Let's Player. Kann man nicht mit an.
Felix hat mir geschrieben, der sei 25 geboren. An meiner Stelle alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Wenn ihr diese Folge seht, ist es sowieso lange her. Seht ihr es? Ich hab kaum Luft irgendwie, habe ich das Gefühl. Müssen wir nachher mal prüfen, wenn ich die Zeit dafür habe. Mensch, ich drück schon auf die Tube und außerdem bist du ein beschissenes Öl ausgelaufen. Was soll da schon passieren, ne? Ich hoffe wohl, weil das sieht richtig geil aus. Muss ich echt sagen, die Frisur ist richtig gut geworden von Harald, ja? Und außerdem, sein Sohn ist übrigens schon 2 Jahre alt geworden. Schön, dass du jetzt noch drauf kommst. Meine Güte. Achso, das hasse ich. Diese Aufrüstung hier. Das Abfahren, dann wieder hochfahren. Mensch. Hier ist es natürlich nicht. Da. Traumjob. Wozu gibt es eigentlich Straßendienst? Hier diese Straßenfeger-Dingebums. Die kleinen Fahrzeuge, Kehrmaschinenfahrzeuge. Mal auf die Straße sauber, könnt ihr wohl sowas auch mal entfernen, oder? Oder hat die Stadt zu wenig Geld dafür? Florian Abt an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Ich möchte auch an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen und meine Let's Play-Kollegen grüßen. Ihr spielt und ich fahre hier live mit. Ja, kannst du mal sehen. Heute als Stargast auf meinem Kanal zum Let's Play Feuerwehr 2014. Hubi-Fan! Hallo Hubi-Fan! Mein erster Gast im Let's Play. Und zwar ein berühmter Gast. Könnt ihr mal sehen. Ja. Huch, waren da nicht gerade eben noch Zombies? Jetzt sitze ich in einem Feuerwehrfahrzeug? Ja.
Du warst gerade noch beim DayZ spielen. Und ich habe dich da rausgekickt und fragte dich, ob du gerne bei mir in Let's Play dabei sein möchtest. Und du sagst ja und schwuppdiwupp sitzt du hier neben mir. Ah, herrlich. Ein erster Gast in meinem Let's Play, der sogar viel bekannt ist. Also, er ist bekannt. So, jetzt werden wir erstmal die Reifen prüfen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das ist nicht normal. Schwenke automatisch. Florian 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Feuerwehr 2014, die Simulation. Also bis dann, ciao!